Hey ihr Poltergeister, willkommen zurück zu Dark Fall Ghost Vigil. Wir sind jetzt hier im Bad gewesen, haben leider nichts mehr gefunden. Aber ich glaube, wir gehen jetzt mal Steve und Bear hinterher. Oh, was ist denn das hier? Ich habe eben gedacht, das wäre ein Hakenkreuz. Pfui. Ja. Die haben nämlich darüber geredet, was hier vor sich geht und dass alles vielleicht nur ein Fake sein soll angeblich. Aber das glaube ich ja nicht. Ihr ja auch nicht. Ihr wisst ja schon, was hier passiert. Aber erstmal schön, dass ihr dabei seid. Danke fürs Einschalten. Und natürlich auch wie immer fürs Feedback geben, wenn es euch gefällt. Würde ich mich da über ein paar Worte freuen, jedes Mal in den Kommentaren. Ja. Und ansonsten vielleicht auch mal Hinweise, wenn ich was übersehen haben könnte, dass ihr mir da auf die Sprünge helft. Ich weiß halt auch nicht, ob das hier alles in der Reihenfolge zu lösen ist, die einem so weniger oder mehr vorgegeben wird. Oh, ich kann nicht in die Toilette der Jungs. Aber ich glaube, es ist halt mehr so... Ah, ich kann doch hier rein. Ich habe erst gedacht, ich kann nicht hier durch, weil die Halle verschlossen wäre. Also die Main Hall. Kein Rennen, kein Rumbrüllen und so weiter. Und alles ruhig, bitte. Was haben wir denn hier? Die Main Hall. Main Hall. This large room should have been a grand open space to host country parties and formal gatherings. But Lord Harwood is not recorded as a particularly social man. It was once a hotel reception back in the 1920s, when Harwood House was briefly popular with the famous and well-to-do. It was promoted as a country hotel, famed for its hunting, shooting, and other country pursuits. But newspaper reports at the time suggest debauchery, drinking, drug use, and other frivolities of the Roaring Twenties. Later, the main hall was converted to a lobby when the house operated as Shangri-La Children's Home. So, Moment. Also, es war mal ein Hotel 1920, das wissen wir ja. Und ja, Harwood war nicht gerade ein sehr gesellschaftsfreundlicher Typ. Also, es wurde jetzt nicht für Empfänge genutzt, die Haupthalle zu seiner Zeit, als das Ding gebaut wurde. Ja, aber was soll ich sagen? Hier ist halt einiges abgegangen damals. Unschöne Sachen sogar. Huch. He kidnapped us from Oxford with the Jericho 5. We're here. Find us. Okay, krass. Irgendwas war da gerade ein Geist und der hat gesagt, hey, kannst du uns hören? Wir sind die Jericho 5. Wir wurden aus Oxford entführt und wurden hierher gebracht. Finde uns. Okay. Irgendjemand hat die Error. Ist ja cool. Irgendjemand hat diese Kinder entführt. Die Jericho 5. Nicht zu verwechseln mit den Jackson 5. Aber wahrscheinlich waren das Kinder, die sind entführt worden und hierher gebracht worden, ohne dass jemand davon wusste. Vielleicht irgendwelche Waisenkinder. Oder halt irgendwelche sozial benachteiligten Kinder. Steve? Mhm. Has a van with good tech, no previous experience. Aha. Das ist doch Bear, oder? Also Steve steht hier drauf. Hat einen Van, hat gute Technik, aber keine Erfahrung. Oha. Oha. Great Detective. Ben Bear Travers. Ja, was ist das Spiel? Der macht Musik. Der zieht gerne komische Kapitänsmützen auf. Und er hat einen ganz coolen Bart. Und Jennifer Summers, ja, der hat die halt einfach auf Facebook gesucht, ne? Ah, das sind die drei. Hier ist sie. Och, die sieht auch nett aus. Sie lächelt so schön. Das sind die drei. Was? Gut wegen dem Cash. Ihr Vater ist reich. Also rich dude in the city. Er ist reich und wohnt in der Stadt. Sie ist ziemlich clever. Also bright heißt clever. Sie ist gut in Nachforschung anstellen und Fakten überprüfen. Frag sie, ob sie mitmachen will. Oh, Steve, du kleiner... Der hat die einfach ausgenutzt, weil Bear hat gute Technik. Kann ich das mitnehmen? Habe ich das jetzt mitgenommen? Nee. Der nutzt die einfach aus, Steve. Was bist du für ein Arsch? Oh, das finde ich ja super interessant jetzt. Steve ist böse. Ist ein Bad Boy. So, das habe ich mir fast schon gedacht. Der ist immer so ein bisschen harsch gewesen.
Also nutzt er die einfach nur eiskalt aus. You are looking at our ghost hunting HQ. All the history of the house right in front of you. Aha, das ist ihr Hauptquartier. Die ganze Technik ist hier und auch die Geschichte des Hauses ist hier ausgebreitet. Thomas Harding ist ein Lehrer. Suicide Pen. Aha. Selbstmordfüller, Füllfederhalter. Der Füllfederhalter kam von einem lokalen Hersteller, der immer noch denselben Typ herstellt. Es ist eine gute Replika als Trigger, also als Trigger-Object. Wow, das Meme. Es ist auch 128p, man darf ja nicht mehr, ne? Okay, das habe ich jetzt schon gelesen. Shock Suicide at Shangri-La. Thomas. Ich schreibe es mir mal auf. Thomas Penn. Und dann brauchen wir noch irgendwas. Achso, warte. Und, Lizzie. Scherbe. Wir müssen rausfinden, an was die anderen gestorben sind. Ja, Shock Suicide at Shangri-La. Also, schockierender Selbstmord in Shangri-La. Was? Mutilates face in front of kids? Alter! Also, Sozialarbeiter verstümmelt sein Gesicht vor den Kindern mit einem Füllfederhalter. Thomas. Alter! Der hat sich mit dem Füllfederhalter wahrscheinlich diesen da gemacht. Oh, ist das assi! Lizzie Prem, Junior Care Nurse Shangri-La. Also, das ist die Junior-Pflegeschwester. Selbstmord im Badezimmer. Opfer Nummer 3. Aha. Und ich habe schon die Spiegelscherbe, das heißt, ich bin weiter als die anderen. Ich kann niemals entkommen. Ich weiß, das ist nichts Neues. Ich dachte, ich könnte gehen, niemals zurückkommen, aber hier, es ist hier in meinem Kopf. Die Stimmen, die Dunkelheit. Sie haben das genommen, was einst ich war, und haben nur Schatten zurückgelassen. Ich fühle, wie ich dahin schwinde, mit jeder verschreitenden Stunde. So wie dieses Etwas immer stärker wird. Niemand glaubt mir. Sie sehen nicht, was ich sehe. Der Mann in den Wänden, er beobachtet mich die ganze Zeit. Er wird niemals müde, er schläft nie. Die Dunkelheit kommt aus von unten oder kommt aus dem Untergrund. So wie Harwood dahin siecht, wird die Schwärze immer stärker. Bald schon bin ich verloren. Ich kann es nicht ertragen, wie wir übernommen werden. Einer nach dem anderen. Mutter, Vater, es tut mir so leid. Das ist mein einziger Ausweg. Ich hoffe, ihr versteht das, Lizzie. Oh mein Gott, die hat sich halt echt hier aufgrund dem, was da passiert ist, umgebracht. Death at Shangri-La, Care Homes, Schocker. Parents of Care Nurse, also die Eltern der Pflegeschwester Elizabeth Prem, die war erst 19, die Arme, haben ihre Wut und Frustration ausgesprochen. Also bei News Stories. Sie sagten, ihre einzige Tochter hätte an Depressionen gelitten. Vor ihrem schockierenden Selbstmord in Shangri-La. Sie war ein normales, modernes Mädchen, das das Leben geliebt hat, sagte Mr. Prem. Sie war niemals schlecht, niemals depressiv. Die Polizei sagte, der tragische Tod. Sie wäre auf tragische Weise ums Leben gekommen, als sie sich ihre eigene Kehle mit einer Spiegelscherbe aufgeschnitten hätte. Ein schockiertes Ereignis. Oh mein Gott, Leute, das ist echt krass, oder? Was haben wir hier? Olli! Ach, der Junge, dessen Stimme sie im Radio gehört haben. Oh Leute, mir wird's ganz anders gerade. Warte mal, ich schreibe mir noch Olli auf. Olli. Boah, Kinder, das ist echt unheimlich. Lord Harwood. Oh, der sieht aber auch nicht gerade nett aus. Ehemann und Vater, Eigentümer, hat das Haus 1747 gebaut oder es bauen lassen. Möglicher Verdächtiger im Verschwinden der Jericho 5. Was haben wir hier? Why did Harwood build here? Warum hat Harwood hier das Haus gebaut? Oh, das ist auch creepy. Olli Tanner. Schüler in der Shangri-La. Polizeireport. 1983. Ja, Opfer Nummer 1. Was haben wir denn hier? Name Olli Tanner.
Date of Birth 31. Oktober 73. Den haben wir ja schon auf. Ja, habe ich schon. Nee, Patrick O'Cork habe ich aufgeschrieben. Warum auch immer. Ich schreibe mir aber mal ihn auf. Olly Tanner. 31. Oktober 73. 31. 73. So. 5. Juli. Kratzer auf den Armen, dem Rücken und den Beinen. Definitiv selbst zugefügt. Was? Keine Behandlung. Aber Matron and Care Staff told to be steadfast and strict. Also, ja, das Pflegepersonal soll einfach strikt mit ihm sein. Sehr streng. 28. Juli. Angerufen bei Shangri-La. Es wird berichtet, dass das... Ja, das Subjekt hat sich wild und fieberhaft verhalten, irgendwie. But the pantry door was found open, allowing access to sugary food and confectionery. Advice staff to lock pantry from now. Ja, es wurde festgestellt, dass das Subjekt Zugang zu Süßigkeiten hatte, wahrscheinlich überzuckert oder so. 14. August. Signifikante Male, also Bruising, also Schrammen oder blaue Flecken. Ja, Bruising ist, glaube ich, nur Kratzer oder halt, ne, ihr wisst schon. Auf dem hinteren Rücken und den Rippen. Vorgeschlagen wird sofortige Verlegung des Patienten. Er hat von Dämonen in der Wand gesprochen. Ließ mich vermuten, dass er von Eindringlingen, oder dass es Eindringlinge gibt im Care Home, also hier in der Pflegeanstalt oder halt im Kinderheim, während nächtlicher Stunden. Aber die Mitarbeiter verneinen dies. 22. Oktober. Patient zeigt das Zeichen von Malnourishment. Unterernährung, glaube ich. Und sagt, dass Edgar sein Lunch stiehlt. Dass er das Essen aus seinem Bauch heraus stiehlt. Es ist angeraten, den Patienten zu isolieren vor den anderen Kindern. Das ist eine Vorsichtsmaßnahme und erlaubt individuelle Beobachtung. Diese, ja, es muss einfach aufgehalten werden. Oh nein, der Junge ist dann gestorben. Oh Mann, armer Junge. Wahrscheinlich ist er wegen Unterernährung, ich weiß ja nicht. Oh mein Gott, was ist hier los? Leute, mir wird's gerade ganz anders, ne? Was haben wir hier? Edgar, Year of Death, Lady Harwood, Isabella. Ach, das ist der Sohn. Oh nein, das Kind, das an Scharlach gestorben ist. Edgar Harwood, der Sohn. Erbe, starb 1749. Wurde beschrieben als kränklich und bleich und von allen, die ihn gesehen haben, was sehr wenige taten. Ist es Scharlach oder ist es ein faules Spiel? Lady Harwood, Isabella. Ehefrau, Mutter. Verheiratet mit Harwood. Ihr Sohn Edgar starb am Scharlachfieber. Ist sie gestorben wegen eines gebrochenen Herzens? Oder wurde sie geschubst? Vielleicht sogar? Oder sie gefallen? Ah. Safe Zones, Ground, Playground, ja. Gibt es eine Kombination für das Zahlenschloss zum Keller? Ich hab einen von euch dort unten gehört. Aha. Runes, Science. Ja, da sehen wir es nochmal. Medizin, Bad, Mädchen, Jungs, Büro, Telefon, Visitors, Akten, WC, Store, Anniversary, also Jahrestag, Dayroom, Sealed. Die Halle, da gibt es die Treppen. Stations blocked, also nee, Stairs blocked, die Treppen sind blockiert. Da gibt es Gemälde, Runen, Wissenschaft und versiegelt. Und das ist der Van, out of sight. Okay, also ist ein bisschen viel jetzt gerade an Text. Ich sag nur, es ist jetzt gerade so... Oh, warte, da haben wir noch mehr. Eins noch. Aber es ist ja auch sehr aufschlussreich. Ich hoffe, ich bringe das alles ganz gut rüber, dass ihr versteht, was hier passiert. Ich bin nämlich gerade auch ein bisschen durch. Es ist alles so viel. End of the Nightmare, Ende des Albtraums. Harwood House, Shangri-La. Ja, da wurde es wohl geschlossen. 1984. Carmen Tuga lebt noch. Was? Alive? Jericho Care Home. Residual Energy, also an Energie hier. Ja, die Behörden haben bekannt gegeben, dass sie das Shangri-La Kinderheim schließen werden, nachdem zwei Selbstmorde die Bevölkerung schockiert hat.
Das Pflegeheim, das im Harwood-Haus errichtet wurde, also dort wird ermittelt wegen verschiedener Anschuldigungen, wegen Misshandlung von der Senior-Administration in Oxford. Es gibt Beweise, dass wir vermuten müssen, dass die Mitarbeiter des Heims die Gedanken des Junior-Staffs, also der jungen Mitarbeiter und der Kinder vergiften, die sich in ihrer Pflege befinden, sagte Dr. H. Edwards. Ich wünschte, wir hätten früher gehandelt. Tja. Shangri-La Holiday Guide. Was haben wir noch? Carmen Oduka. Ach, da haben wir es nochmal. Alive in a Jericho Care Home. Matron did not die here or anywhere near. Time Echoes. Also sie ist hier nicht gestorben. Carmen Oduka. Also brauchen wir auch das Bild gar nicht. Sind das Zeitechos vielleicht? Lieber Dr. Edwards, ich beschwöre Sie, dass Sie sich um die Situation kümmern, ernsthaft. Ich fürchte, die Kinder und die Pfleger sind in großer Gefahr. Was? Die Sichtungen sind keine isolierten Fälle, wie Sie vermutet haben. Auch nicht der Effekt auf die Kinder in ihrer Pflege oder... Was? Achso, die Pfleger eingeschlossen, die Schwester so und so, haben gedroht, damit zu gehen und zu kündigen. Ich habe sie umentscheiden können. Das Heim muss umverlegt werden. So früh wie möglich. Ich fürchte, dass wir vom Haus selbst terrorisiert werden. Und von denen, die darin lauern, also die darin innewohnen. Es gab schon immer Geschichten über das Harwood-Haus. Geschichten von Dämonen, geistlichen Erscheinungen und Teufelsverehrung. Ich weiß, es klingt hysterisch und unprofessionell, aber wir sind Opfer dieser Phänomene. Und ich muss einfach dazu stehen, was ich selbst gesehen habe. Ich habe die Figur eines Kindes gesehen. Eines sehr kranken Kindes, das... wo keines hätte sein sollen. Es ist ein Geist, ein Phantom, der... Was? Dessen Absichten unbekannt sind. Sie müssen jetzt reagieren, bitte. Okay. Da war halt alles geschwärzt und es war auch sehr schwer zu lesen, deswegen sorry. Mann, ey, das ist echt unheimlich. Und hier ist nochmal ein Computer. Hey, fancy some work? This is the hub screen. You've got access to all the cameras. The good stuff is waiting to be found, and you can find it. Wichtig, erzähl den Newbie nichts über die Tode. Das kann das Experiment ruinieren. Ja, ist klar. Hier hängt alles an Zetteln raus, also oha. Wie soll ich da nichts sehen? Was ist? Oh, ich habe das jetzt mal alles rausgelassen, weil das war echt anstrengend mit dem Ton. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig... Also ich habe jetzt halt ein paar gemacht, aber ich weiß nie, ob das so ganz das ist, was man machen soll. Alles. Oh, das ist eine Kamera. Ach, das ist Steve, sieh mal. Was kann ich da machen? Kann ich da irgendwas machen mit? Vielleicht kann ich ja... Steve, du bist böse. You're a bad boy. You're a bad guy. Da. Okay, es geht auch nicht. Was kann ich da machen? Steve. Oh. Ah, das ist wieder Bär mit dem Radio. Das man sieht da deutlich, dass es da einfach nur... Na egal. Ist einfach nur reingesetzt. Das ist wieder Steve. Okay, Spiele. Ich kann hier nichts machen. Ich kann mir das einfach nur angucken, ja. Okay. Oh Gott, was haben wir da noch alles? Das sind die Kinder. Ken, Ben, Lizzie, Carmen, Matron Thomas. Achso, das sind die Mitarbeiter hier. Das war Mitte Oktober. 31st, 1983 on arrival, no lights, no building. Ja.
Ah ja, gut, es geht um Elizabeth Prime, Lizzie Prime, die hat sich hier umgebracht. Ja, sie war das letzte Opfer und danach wurde die Schule geschlossen. 1983. Irgendwas hier vielleicht? Error. Warum ist hier überall Error? Warum denn? Okay, ist wohl nichts mehr, denke ich. Oh, die Kamera. Da spielt was Klavier. Also hier gibt es eindeutige Erscheinungen. Warum macht Steve das? Warum lässt er uns im Glauben... Also, er weiß ja schon, dass wir das jetzt wissen, denke ich, mittlerweile. Ich habe den Ton jetzt nicht gemerkt. Warte mal, wir hören mal. Hallo? Ah. Hoch. Nee, warte mal, da war noch was. Oder? Das sind schon wieder diese Nudeln und wieder die Thermoskanne mit seinem Tee. Hören wir uns das nochmal an. Warte nochmal. Okay. Moneta. Alles klar, ich hab auf jeden Fall was aufgezeichnet. Das Piano. Tune only the lady knows. Also ein Lied, das nur die Lady kennt. Und das war richtig. Krass. Kann ich das nochmal aufzeichnen? Ja, natürlich wieder Error. Oh, wenn ich den anderen jetzt davon erzählen könnte, aber es geht hier leider nicht. Schön. Daneben ist auch noch was. Astronomie-Club. Konstellation. Den ganzen Sommer, klare Nächte. Planetenwellen und... Planetenwellenlängen und Licht. Ich find's echt unheimlich hier drin, ne? Aber mir fehlen so ein bisschen die Gruselelemente. Also es ist halt unheimlich, aber so richtig so spooky, ne? Man weiß ja nicht. Irgendwas fehlt mir halt echt. Ich kann da drüber klettern. Wenn ich das Licht ausmache, sehe ich halt echt manchmal besser, weil das überblendet hier alles so. Na, vielleicht auch nicht. Hast du dich gerade rumgedreht zu mir? Die Stadt. Was? Come back this afternoon. An old painting.
Ein altes Bild. Kommen Sie den Nachmittag zurück. Warum ist das kaputt? Jetzt habe ich Bärs Gerät kaputt gemacht. Der ist bestimmt sauer. Sexton Harbor. Ist das Lord Harwood? Nee, glaube ich nicht, dass der angeln war, oder? Passen Sie auf, wonach Sie suchen gehen. Sind Sie hier gefangen in diesem Ort? Dass ich alles höre, was gerade auf den Bildern passiert, ist schon sehr interessant. Okay. Es geht halt echt nicht mehr, das Teil. Das nervt mich jetzt. Was guckst du so? Guck mich halt nicht so an. Das ist ja auch ein wunderschönes Bild hier mit diesen ganzen creepy Engeln außenrum. Ah, gruselig. Kann ich mich da durchquetschen? Das piepsen immer. Was haben wir hier? Day Room. Day Room. Although Shangri-La was surrounded by woodland and countryside, the children would have spent most days here in the Day Room. With a television, board games and regular meals, the children may have been content with what they had, oblivious to the world outside of the suggested Shangri-La utopia. Leave your worries behind as you place snakes on ladders instead. Occasionally, operators have reported power to the television, stating images can be seen on the screen. This is impossible, so must be counted as a paranormal phenomena. Keep watching. Ja, also das ist der Tagesraum und obwohl das Heim von viel Land und Wäldern umgeben ist, haben die Kinder hier ja meiste Zeit verbracht. Und es wurden auch hier paranormale Phänomene gesehen und das ist aber angeblich unmöglich. Wir sollen einfach mal gucken. Ach guck mal, da fehlen die Karten. Die Fußballkarten. Oh, das ist die Wahrheit. Kann ich die einstecken? Ich habe sie eingesteckt. Nummer 2. Ich brauche noch ein anderes Tape. Muss ich da vielleicht die anderen Karten noch drauf? Der sieht ja super aus. Das war diese... das hier ist so die Föhnwelle von damals, diese Löckchen. Kennt ihr die? Die hatten viele Fußballer. Furchtbar. Das war damals modern, aber heute ist es halt echt. Sag mal ehrlich, würdet ihr euch so eine Frisur machen? Ich weiß ja nicht. Okay. Atmen. Schön atmen. Kind. Geht's ja auf die Terrasse? Oh ne, da geht's raus. Ach, sieh mal da. Jetzt bin ich wieder hier. Interessant. Das ist jetzt einmal so das Haus im Durchlauf gewesen. Was haben wir hier? Bonbons. Nein, ich höre das Radio nicht. Das ist immer dasselbe creepy Zeug, was da kommt. Oh, eine Kamera. Shoots and Ladders. Aha, kennt ihr das? Also, die Schlangen, also du musst halt eigentlich nur ans Ziel kommen. Ich glaube, bis hier auf die 100. Und wenn du auf eine Leiter kommst, kannst du automatisch hochklettern. Wenn du auf eine Schlange kommst, musst du ganz runter zurück an den Schwanz. Und das kann sich ewig ziehen, so ein blödes Spiel. Ich, ach, nee. Furchtbar. Hätte ich keinen Bock drauf, ne? Das ist wie Uno. Kannst du auch ewig spielen, den Mist. Ja, ich habe das als Kind mal gespielt und wir hatten, glaube ich, nach einer Dreiviertelstunde waren wir immer noch nicht fertig. Hatte ich keinen Bock mehr. Das ist leider sehr ermüdend. Okay, hier ist die Kamera zwar nicht Error, aber... Muss ich irgendwas machen? Kann ich vielleicht spielen oder muss ich spielen? Diese
Was sagt er? Ich weiß es nicht. Ich muss das Spiel spielen hier, die Shoots and Ladders. Oh. Oh, guck mal. Der Kamin ist auch super heiß. Ist das der... ich habe irgendwas aufgehoben. Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe viel zu viel Zeug mittlerweile. Ich weiß gar nicht mehr, wohin mit dem ganzen Kram. Also hier war eben auf jeden Fall noch eine Audioaufnahme. EMF vielleicht. Ich muss ja immer erst Baseline sagen. So, ja, so die Baseline ist das EMF, ne? Da ich erstmal ausschließe, dass hier was ist. Armer Junge, der sieht so traurig aus. Poor boy. Ja? Aber ich muss zurück. Ich kann mein Tablet leider nicht jetzt solche Zwischenbildern aufmachen, warum auch immer. So, wir haben eine Audioaufnahme. Zwei sogar. Main Hall. Stairwell. Many young game. Many young game? Ach, came. Ja, viele Junge kamen, um zu bleiben. Viele junge Leute oder viele Kinder wahrscheinlich. Dayrum, crying boy. Ach, blame me. Gib mir die Schuld, dass du dich verbrannt hast. Oh ne, das ist falsch. Ach, spiel mich oder verbrenne dich. Ja, play me or get burned. Also spiele mich oder verbrenne dich. Was soll ich spielen? Das Spiel? Oha, das sieht auch fies aus, diese... Hier, die Tür mit den ganzen... Leuten drauf. Das habe ich ja schon gehört, da ist nichts mehr. Nö. Ist hier noch was? Also das Bild ist auf jeden Fall wichtig. Oh, was ist hier? Der Koffer. Aha. Was soll das? Steves Geheimnis. Steves Kopie. Oxford Ghost. True Stories of Odd Happenings. Oha. Die wahren Geschichten von... Zusammengefasst von Theda Haining und Harry Boyle... Borley. Quatsch. Long Gone and Dead, also lange weg und tot. Dexter Books. Das Buch hat alles begonnen, also mit dem Buch hat alles begonnen. Das könnte der Durchbruch sein, auf den OPG gewartet hat, also die Oxford Paranormal Group, ne? Warum ist hier so viel paranormale Energie fokussiert? All die Beweise vermuten, oder lassen vermuten, dass sich etwas unter dem Haus befindet. Finde eine Kopie des Buchs für Bear und Jen. Shangri-La in Operation. Veröffentlicht 1976. Ich schreibe das mal auf. 1976 Buch. Zu Harwood Manor schreibe ich noch. Oh, wie finde ich das? Einleitung. In dieser neuen Kollektion von Geistergeschichten werden wir die eher unbekannte und kaum geflüsterte Geschichte erzählen, die sich im Land von Oxfordshire herumspricht. Während unserer Nachforschung haben wir erfahren, dass a wealth of reported phenomena, also dass es ziemlich viele berichtete Phänomene gibt im Norden von Oxford, in den dunklen Low Hills von Wolfenden, auf dem Landschaftsgut der Harwood-Familie.
Es war ein dunkler Oktober-Nachmittag 1975, als wir unseren ersten Besuch dort... als wir die Gegend das erste Mal besuchten. Das Anwesen war einfach nur ein crumbling mess, also war eine komplett heruntergekommene Ruine oder komplett heruntergekommen. Und es war außerdem noch ein Waisenhaus für Kinder und noch etwas mehr, aber die Geschichten überleben. Hier in Paranormal of the Area, also hier werden wir auf jeden Fall zusammenhanglos einfach Geschichten sammeln über die paranormalen Ereignisse. Oh, Täter Haining und Harry Bawley sind beide tot. Der bleiche Junge. Altmodische Kleidung, 18. Jahrhundert. Ja, also es wurde berichtet, dass ein sehr kränklich oder tot aussehendes Kind am Eingang von Howard Estate stand. Das war damals 1930. Der Junge wird beschrieben als dünn, eingefallene Wangen und eingefallene Augen und altmodische Kleidung. Am 24. Dezember 1945, als eine Frau nach Hause ging, hat sie ihr Auto angehalten, denn der Junge stand einfach so im Schnee herum. Er sagte kein Wort. Nee, er sagte ein Wort. Jemima. Und dann verschwand er vor ihren Augen. Aha. An diesem Ort flog ein gelber Kanarienvogel auf das Haus zu. Ah, Jemima war sein Haustier, sein Haustier-Kanarienvogel, wie auch immer. Newlyweds, George. Was ist Newlyweds? Also die frisch verheirateten. Ja, Moment, soll ich mir das aufschreiben? Ich weiß nicht. Lieber nicht, es reicht. Die neu verheirateten George und Matilda Lewis fuhren am Harwood Estate vorbei. Solstice, was ist nochmal Solstice? Mondfinsternis? Ja, 1973 und sahen dort den einsamen Jungen. Er stand am Eingang von Harwood House. Matilda bestand darauf, dass sie anhalten. Obwohl sie beide wussten, dass dies ein heimgesuchter Ort ist. Matilda ging auf den Jungen zu, der sagte, wir müssen nur noch 5 mehr zahlen, dann wird Darkfall weggehen. Aha, und wie auch in dem Fall von 1945 verschwand der Junge einfach und ein Vogel kam an seiner Stelle zum Vorschein. Noch 5 mehr? Jericho 5? Die Geister können den Ort nicht verlassen. Sie sind dort drin gefangen im Harvard Estate. Wie viel ist denn das noch? Ich muss mal gucken. Oh mein Gott, es ist noch ein bisschen was, aber das kriegen wir doch durch. Lady Isabella und das Harwood Haus. Der Geist der Lady Isabella Harwood soll angeblich das Haus heimsuchen. Auf den Gründen von Wolfenden Estate. Isabella ist gestorben um 1749. Aber wurde gesehen, wie sie im Garten umherwandert und im Gewächshaus. Und dabei sucht sie nach ihrem Sohn Edgar. Ja, ich lese mal nur das Wichtige vor. Also Lady Isabella spukt in der Haupthalle. Aber sie ist am meisten präsent im Gewächshaus, im Greenhouse. Henry Simmons, ein Lieferfahrer von Summertown, hat Lady Isabella gesehen, wie sie ihn im Greenhouse, also im Gewächshaus, ansprach. Oder als sie ihn begegnete. Sie war so einsam, aber ich wusste, sie ist nicht real. Sie ist einfach nur rückwärts durch die Tore geschwommen. Ja, schicke Ben, er ist ein charmanter Typ. Was not keen to discuss ghosts, Roses. Isabella may be drawn to them, but which ones? Also, Isabella mag den Geruch von Rosen. Ich schreibe es mal auf. Isabella mag Rosen. Duft. So, aber welche Rosen sie mag, das wissen wir nicht. So. Der brennende Junge. Oh Mann. Set up a locked off camera in this room. Film a game board, see if we can get him to play a game. Ah, okay. Play to win or play to lose? Also wir sollen mit dem Jungen ein Brettspiel spielen, das wird ihn wohl rauslocken. Der brennende Junge ist eine schreckliche Erscheinung, die schon in vielen Räumen beobachtet wurde in Shangri-La. Man sagt, es ist ein einsames Kind von 1950. Das war das erste, das in der Schule ankam.
Leider aber wurde er unbeaufsichtigt im Aufenthaltsraum gelassen, während die anderen Brettspiele spielten. Oh, also er spielte Brettspiele an einem offenen Feuer. Oha, seine Tunika hat Feuer gefangen und der arme Junge ist zu Tode verbrannt. Oh nein! Ah, man sagt, sein Geist wandert umher, um einen würdigen Gegner zu suchen. Ist es sicher zu spielen oder spielt er Tricks? Oder macht er, ja, spielt er einfach Tricks mit einem? Einige der Kinder bei Shangri-La konnten mit uns sprechen, als sie nicht unter den Augen der Matrone wacht, also als die Matrone nicht über sie wachte. Sie sagten, dass er nicht weiß, dass er uns verbrennt, sagte Reshma. Wir müssen die Spielstücke verstecken, um ihn aufzuhalten, sagte Vicky, die wirklich Angst hatte um ihr Leben und das ihrer Freunde. Oh krass, also wenn wir verlieren das Spiel, dann sterben wir wohl, ja? Ja, such nach ihrem Namen. Thomas Harding. Oder such nach dem Namen. Ein Lehrer in Shangri-La hatte auch eine Erfahrung mit dem verfluchten Kind. Ich habe den verbrannten Geruch wahrgenommen, ja. Sogar als das Feuer aus war. Aber Harwood... man sagt, Harwood ist voller Passagen und Tunnel, also könnte es von irgendwo kommen. Ich habe Mr. Harding gefragt, ob er auch so eine Erfahrung hatte mit anderen Phänomenen. Und er sah irgendwie unschlüssig aus. Ich habe ein paar Dinge gesehen, flüsterte er. Ich habe die dunkle Form von Harwood selbst gesehen, oder die dunkle Silhouette von Harwood selbst. Und dann ist er in sein Porträt verschwunden. Dies, lieber Leser, müssten wir selber erfahren. Leider aber wurden unsere ganzen Bitten von der Matrone abgewiesen. Thomas Harding, Opfer Nummer 2, hat sich selbst in die Ohren gestochen mit seinem Füllfederhalter. Versuche einen gleichen Füllfederhalter zu finden, um das Trigger-Objekt als Experiment zu nutzen. Schmutziges Wochenende? Ja, die verlorenen Liebenden. Niemand hat sie vermisst, einfache Ziele. Ja, es gab herzerweichende Schreie von innerhalb der Harwood-Mauern. Zeugen berichten, dass sie deutlich Schreie gehört hätten von einem Mann und einer Frau, die um Hilfe riefen. Das alte Haus war 1920 ein Hotel. Es war sehr bekannt für Partys und Frolicking, also für Lasterhaftigkeiten, kann man sagen. Viele glauben, dass das Paar in einer geheimen Passage gefangen war, während sie sozusagen Sardine gespielt haben. Das Partyspiel war populär in den 20ern. Und es bestand darin, dass sich Gäste irgendwo im Haus versteckten, oft Paare sogar. Meistens wegen amoröseren Gründen, also die haben da wahrscheinlich geschnackselt. Wie konnte das Paar gefangen werden? Und warum wurden sie niemals vermisst? Ja, wo sind sie hin? Ich habe sie gehört, sagte der Caretaker in Shangri-La. Also, sie sind zu Tode, also sie sind erstickt. Es gibt eine alte Passage, die um den Chimney Shack von Harwood's Times herumführt. Also, Chimney Stack. Achso. Ja, irgendwo auf dem Dach führt die Passage hin, keine Ahnung. Sie müssen sich dort irgendwie... Ja, sind dort irgendwie stecken geblieben. Eine andere Erklärung. He's posh, she's local. Also er war halt edel, sagt man bei posh edel. Also er war auf jeden Fall sehr... Er war ein Dandy, also so ein reicher Typ. Und sie war auf jeden Fall eine Lokale. Also sie kam aus der Gegend, sagte Barry. Ein Chimney Sweep, was sagt man da? Ist das sowas wie ein Kaminputzer? Oder Dachputzer von Woodstock? Ich habe sie viele Male gehört. Sie müssen einen Weg reingefunden haben, sind dann zum Geschäftlichen übergegangen und haben gemerkt, dass der Rauch ihnen die Luft genommen hat. Sie konnten nicht raus. Der Dunkling oder die Dunkel... Ja, der Dunkling einfach. Oder der Darkling. Ja, viele Mythen und Legenden erzählen von einem Feenvolk, Ja, Gestaltwandlern, Elfen und natürlich auch den Darklings. Das sind nocturne Kreaturen aus mittelalterlichen Geschichten und bösen Kreaturen wie Imps und Goblins, die aus der Dunkelheit kriechen und sich verstecken vor den Augen der Menschen.
Es gibt keine geologische oder typografische Information, warum das... Was, come to light regarding the chasm, also dieser Abgrund, da ist nie was bekannt geworden. Ob überhaupt so eine tiefe Höhle überhaupt existiert oder so. Ja, irgendwas unter dem Haus? Ich gehe mal mit der Maus hier drüber, dass man es ein bisschen sieht, wo ich gerade bin. Wir haben einen Zeugen gefunden, Beverly Coles, die in der Jericho-Taverne war. Sie sagte, sie hätte einen Darkling gesehen, als sie ihren Bruder in Shangri-La 1969 begrüßt hatte. Nun, die Kinder haben Geschichten erzählt, oder? Also habe ich es niemals wirklich als ernst genommen, begann sie. Aber dann habe ich einen gesehen und habe ihn gehört. Beverly war im Büro im Pflegeheim mit einem, also zu einem offiziellen Termin mit der Matrone. Es war nur ich, die Matrone, und es wurde ziemlich spät. Und dann habe ich es gehört, sagt sie, als sie sich erinnert. Oder sie fröstelt, als sie sich erinnert. Es war ein Schatten, wie eine Person, nur dunkel, keine Merkmale. Es hat uns nur beobachtet, oder mich beobachtet. Dann hat es meinen Namen geflüstert. Sie stoppt und muss ihre Nerven beruhigen. Ich will es nie wiedersehen. Was will es denn? Warum hat es meinen Namen gewusst? Die Diener der Darkfall sagten... Was? Die seek new souls. Also, sie suchen neue Seelen, die sie austricksen können. Nutzen ihre Erinnerung, ihre Nostalgie, um es zu erreichen. Es ist einer der Jericho 5. John Draker, ein Straßenarbeiter, sagte, er hätte die Schreie eines Mannes gehört, der sich in Schwierigkeiten befand, als er die Potholes reparierte. Also, als er den Potholes arbeitete. Was sind Potholes nochmal? Die Randpfosten oder so. Am 1. Februar 1974. Ich dachte, er wäre in Schwierigkeiten, so wie er schrie, sagte er vorsichtig. Aber ich konnte nicht ausmachen, was... could just about make him out, and he had woman's hair, you know, like a wig. Also er hatte Haare von, wie von einer Frau, wie eine Perücke. Weiß waren sie, wie die von einem Richter. Ich ging über das untere Feld auf ihn zu und dann schien er einfach immer weiter wegzugehen von mir. Er entfernte sich immer weiter. Ich bin weiter vorgegangen und er schwebte davon. Er sagte immer dasselbe. Jericho, Harwood, Darkfall. Aha. Ja, einige von Oxfords Finest, also von den besten Schülern, haben... Oder Oxfords Finest haben... Ja, sind weit gekommen, 1749. Monumente, Wiedererkennung, Recognition, Fancy Halls, also ausgeschmückte Hallen. Was hat Harwood seinen lieben Brüdern angeboten? Hat er ihnen die Hoffnung gestohlen, ihre Zukunft? Nichts Digitales, wir bleiben analog. Es ist zu einfach... für Bär, dass er mein Online-Zeug liest und meine Nachforschungen sieht. Er macht einfach nur Probleme, aber ich mag ihn. Jen auch. Mit ihr macht es Spaß, auf Abenteuer zu gehen. Ja, jetzt am Ende muss ich einfach nur hinter diese Tür kommen. Es ist nichts, als wäre sie versperrt. Es ist das Kind. Das Greedy Guts, also das gierige Kind von 1983, Olli Tenner. Ich werde einen Vigil versuchen. Ich sehe, ob ich das Ganze ein bisschen aufrühren kann. Oder das Kind beschwören, oder was? Okay, das war jetzt echt viel übersetzen, Leute. Ich mach mal Schluss hier. Ich werde auch ein bisschen was rauscutten aus dem Part. Ja, mittlerweile ist es ja auf dem Zweitkanal, würde ich behaupten. Mal sehen. Ja, ich hoffe, ihr habt doch Bock drauf. Es ist halt wirklich, wirklich viel Text gerade gewesen. Und ich würde gerne mal ein bisschen mehr jetzt erfahren über das Ganze hier. Ich würde mich freuen, ihr seid dabei nächstes Mal. Ja, lasst mir ein Däumchen da und vielleicht einen netten Kommi. Wir sehen uns wieder zu Darkfall Ghost Vigil. Bis dann, tschüss.